Zur Mikrofonierung. Wir haben in der Kickdrum eine Grenzfläche. Wir haben vor der Kickdrum das AKG D112. Das ist kein besonders teures Mikro. Ich muss auch sagen, es ist nicht mein Lieblingsmikro. Es ist bei den meisten Tontechnikern eher so eine Hassliebe. Aber es funktioniert und für Warum den Preis. Hassliebe? Weil es nicht so definiert klingt wie andere. Also wenn man Shure Beta 52 oder so hat, die sind einfach noch klarer im Druckbereich. Aber wir wollten ja was nehmen, mit dem man zeigen kann, dass es auch mit einem günstigen Mic ganz gut geht, und da fällt dieses Mic total rein. Mhm. Witzigerweise, was man wiederum bei den Amis oft sieht, ist, dass die das D112 gar nicht so als Druckmic nutzen. Also das, die Grenzfläche, die innen drin liegt, die haben wir gerade gehört, die klickt ziemlich, die macht wirklich klick, klick, klick da oben rum. Das heißt, die gibt mir den Attack. Und dieses Mic hier außen gibt mir den Druck. Was man bei Amis oft sieht, ist, dass die dieses Mic wirklich bis kurz vor das Schlagfell reinschieben und wirklich auf die Stelle richten, wo der Beater das Schlagfell trifft. Und da flatscht es ganz schön. Also das ist tatsächlich so ein bisschen das, worüber wir vorher auch schon gesprochen haben, den Unterschied zwischen Flatschen und Klicken, wo Grenzflächen ganz gerne einfach ein bisschen zu viel Klicksound drin haben, flatscht dieses Mic ganz schön. Aber dafür braucht man auch eine Kickdrum, wo man überhaupt den Platz hat und irgendwie auch ein Gestell hat, dass man das Mic überhaupt so weit reinbringen kann. Das funktioniert auch gar nicht bei jeder Kickdrum. Die Grenzfläche, die schaut wie aus? Sollen wir das mal kurz zeigen? Nee, die lassen wir jetzt liegen. Da blenden wir vielleicht ein Foto an, weil sie liegt ja schon ganz gut. Ja, okay.